Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen zu Hearthstone. Ich habe ein bisschen Punkte bekommen. Ich habe ein paar diese Quests hier habe ich erledigt, die Dailies von heute. Ich habe ein paar Siege mehr und habe jetzt 300 Punkte, also genug für einen Arena Run. Aber ich habe auch noch den ersten Free Arena Anlauf. Da wage ich mich aber noch nicht rein. Ich habe ja noch nicht mal alle Karten. Also alle auf Level 10, um halt die Erfahrung zu haben mit allen Klassen. Da werden einem ja random die Klassen zugeteilt. Deswegen mache ich jetzt erstmal ein normales Match. Und was soll ich nochmal sagen? Und dann mache ich, glaube ich, die zwei Packs auf. Damit wir den Part auch füllen. Boah. Ich dachte, da war gerade ein Blizzard-Dingens. Es blieb ja kurz bei Blizzard-Mitarbeiter. Möge das Licht euch verbrennen. Also, ich würde sagen, das hier kommt weg. Ja. Aber mit einem Loose kann ich den Part auch nicht beenden. Dann werde ich die Aufnahme wahrscheinlich löschen. Und das wird ja nicht passieren, denn ich bin der bessere Priester in diesem Match. Der eindeutig bessere Priester. Grüße. Das kann ich nicht tun. Wie grüßt man hier? Grüße. Grüße. So. Zu den Waffen. Bitch. Mal schauen, was er jetzt raushaut. Oh, irgendwas mit 3 Mana. Ein Eisenpelz-Grizzly. Das ist problematisch. Aber momentan habe ich auch keine Antwort dafür. Deswegen ziehe ich erstmal eine Karte. Dann das hier. Krieg von ihm einen Herr der Arena und was mache ich denn? Ja, das ist so. Eventuell stelle ich auch den Kleinen noch mal auf Englisch. Das ist, glaube ich, besser fürs Verständnis, auch besser für Guides und so weiter. Oh. Oh. Wind Fury. Gott. Das Dingo. Ja. Oh Gott. Ja. Mehr kann ich auch nicht machen. Ich hoffe, der hat nichts so Übles. Denn im nächsten Zug kann ich ihn komplett auslöschen. Eure Magie wird euch nicht retten. Oh, er will mich direkt angreifen. Ja, das ist nice eigentlich sogar für mich. Habe ich sogar noch eine Einheit auf dem Feld, die zwar kein Taunt hat. Gut gespielt. Aber naja, okay. Nächste Runde habe ich auch schon genug für den Herrn der Arena. Eine 6-5er Sporteinheit. Oh, Gedankenkontrolle, das hört sich gut an. Ich kann die Tore sind geöffnet. Den hier rausholen.
Dann greife ich ihn direkt an, ja. Und dann schauen wir weiter, was der im Petto hat. 6, das müsste genug für den Herrn der Arena sein. Jupp. Wie ich's mir gedacht habe, er kann nicht... mein Troll hier angreifen. Aber... ich kann... jetzt versuche ich ein bisschen was... aus dem Hütchen zu zaubern. 6-5, volles Leben wieder. Zack. Jetzt hat er 6-7. Soll ich ihn nochmal verdoppeln? Oder... nee, ich... hau einen Eiswind-Jet hier raus. So, du gehst drauf. Du gehst weg. Tschüss. Hätte das Leben vielleicht noch verdoppeln können. Hm? Oh, meine Pizza ist fertig. Dann muss ich das mit schnell beenden. Plus die Booster aufmachen. Die Packs. Sollte ich mir gründlich überlegen. Die dicken Packs. Schlachtzugleiter. So, noch 4. Kristalle, er heilt sich. Er ist am Ende mit seinen Karten. Das ist sehr gut. Die Bitch. Die Bitch ist am Ende. So. Ich mach das mal so. In der nächsten Runde heile ich den mal. Ja, dann heile ich den. Ja, sieht nach einem Sieg für mich aus, wenn er jetzt nichts Krasses rausholt. Aber ich habe immer noch die Gehirnwäsche hier. Ha! Er bufft ihn sogar noch dick. Sehr gut. Sehr gut. Ja, ratet mal, wer jetzt mir gehört. Zum Glück habe ich den vorhin nicht genommen. Gut gespielt, danke. So. Für die gewonnen! Ja, so schnell geht's. Erledigt, Level 15. Jetzt kriege ich sogar noch irgendeine Karte. Zwei sogar wahrscheinlich. Ne, eine. Gedankenschlag in Gold. Habe ich nicht im Deck. Ist auch crap. Also, zumindest für meine Zwecke. So, was kriege ich denn bei den nächsten Level? Für Stufe 20 kriege ich wieder Gedankenschlag in Gold. Und mich verarschen. Na gut. Soll ich die sammeln oder soll ich die behalten? Sammeln. Na gut, ich muss ja irgendwie den Part füllen und zack! Scharfseher von Thralma für alle Klassen. Windfury 2-3. Ja, puh. Keine Ahnung, was ich von der halten soll. Die innere Wut fügt einem Diener einen Schaden, solange ein Diener erhält. Okay. Nur für Krieger, okay. Ausweiden. Oh, die ist cool. So, was haben wir hier? Heldenopfer, Geheimnis, wenn ein Feind Angriff ruft, die ein Verteidiger als neues Ziel herbei, okay. Für ein Mana. Scheint mir cool zu sein. Bis jetzt alle eigentlich ganz okay. Und die Teufelswache. Spott. Zerstört. 1 Euro. Ach so. LOL.
Das wirft mich also einen Zug zurück. Dafür habe ich dann eine etwas dickere Einheit. Puh. Nee. Das ist scheiße. Ja, dann muss ich das zweite Paketchen aufmachen. Dann haben wir hier Erlösung. Das ist geil irgendwie. Es ist ein Revive mit einem Leben wieder. Das ist cool. Puh. Nee, der ist jetzt nicht so. Nee. Obwohl, oh doch, die war geil. Die hat mich sogar heute fast platt gemacht, als ich gegen einen Hexenmeister gespielt habe. Die ist selten, super. Aber die ist auch okay, ja. Mal schauen, was das ist. Der Taurenkrieger. Spott, Wutanfall. Ja. Ist okay. Die haben also ein bisschen Karten dazu bekommen. Den Schaman möchte ich mal in Zukunft ausprobieren. Ich habe, glaube ich, auch schon ein Deck, glaube ich, gebaut. Nee. Den Schurken, glaube ich, spiele ich dann irgendwann im nächsten Part. Dann werde ich irgendjemanden zermalmen mit meinem Schurkendeck. Wie ich es gerade auch mit dem Priesterdeck getan habe. Ja, das war eine Runde Priester plus zwei Packs. Bis zum nächsten Mal.